Ja, wir haben noch ein Bonuskapitel, das würde ich auch ganz gern spielen. Okay. Guck mal. Ja, okay. Darf ich jetzt? Wir haben geschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Aufzuschneiden, klar. Beschlossen. Was war's? Bevor ich es dies verwenden kann, muss ich es reparieren. Klar. Das Emblem ist bereits hier. Das ist ja mal was ganz Neues, ja. Ja, interessant. Ach, da. Dies könnte nützlich sein. Klar, kann ich so einschlagen? Okay, ich dachte gerade zuerst irgendwie. Klar. Denn hier? Hier ist Blut. Ja, das sieht wie Blut aus. Ich bin erst seit einer Woche hier, aber dieser Ort bereitet mir Gänsehaut. Die Schreie, die aus Block B kommen, klingen nicht menschlich. Die Wachen sind lustige Kerle. Vor ein paar Tagen sah ich, wie William den Geldbeutel eines Besuchers stahl. Es ist eine Notiz von Jack Smith. Er war derjenige, der die Leute umgebracht hatte. Ich kann ja etwas in den Spiegel erkennen. Was kann ich verwenden, um es doch. Okay, ich bin wieder mal Zeit voraus. Bevor ich in die Heilanstalt gehe, werde ich im Aufnahmebüro vorbeischauen. Vor 10 Jahren fand dort ein Massaker statt. Das hört sich sehr nach Al meinem Albtraum an. Vielleicht sollte ich mich dort umsehen. War das gerade irgendwie dieser Jack Smith, den wir gerade gesehen haben? Werden wir gleich sterben? Ich befürchte, dass hier ist etwas Schreckliches geschehen. Ja, good guess. Good guess. Diesen Spuren befindet sich kein Film. Ich liebe es, Dinge wegzuschließen. Also, sie lieben es, Dinge wegzuschließen. Psychologie und Psychiatriebücher, nichts, was mir jetzt helfen könnte. Hier gibt es nichts Interessantes. Die Leinwand ist zerrissen, aber man kann sie sicherlich noch verwenden. Diode? Pinzette. Okay. Durch. Okay. Okay, da in dem Spiegel findet sich ein Raum.
Ich brauche irgendwas Schweres. Ah, hier brauchen wir ein Emblem. Der Deckel ist verschlossen. Ja. Das ist das. Das ist das. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal kurz hier hin. Okay. Die Scharniere sind verrostet und ich kann sie nicht öffnen. Okay. Sieht so fast aus, als würde sie mich anbetteln. Hier steht Anne von Avon, größter Gönner und erster Patient der Heilanstalt. Alright. Okay, sonst habe ich hier nichts. Sonst auch nichts. Hier. So einmal eine gewöhnliche Nervenheilanstalt. Wenn es mir gelingt, die Abdeckung mit einer Klinge zu entfernen, dann könnte ich es öffnen. Brauche etwas, um es hinauszuziehen. Okay, das geht dann hoch. Ja. Das macht die Fallen. Warte mal, das bewegt die. Eine Karte. Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Das lässt sich sicherlich mit einer Schlüsselkarte öffnen. Ja. 5, 2, 4, 6. Die Zahlen sind wichtig, aber sie müssen besser notieren. Diese Rose ist schon vor langer Zeit vertrocknet. Warum verspüre ich den Drang, sie zu gießen? Weil sie Durst hat. Scheint so, als würden Wurzeln aus dem Boden, als wären die Wurzeln aus dem Boden gewachsen, hätten versucht, alles zu umschlingen. Was denn hier passiert? Ein Massaker. Okay. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich frage mich, was sich dahinter befindet. Die habe ich mir jetzt, die habe ich notiert. Sie war die Sekretärin des Managers der Aufnahmestation. Keine wichtige Persönlichkeit, aber immer anzutreffen. Ich kann mir sie gut vorstellen, wie
wie sie in diesem fensterlosen Büro saß und mit schwierigen Kunden sprach. Wusste sie, was hier vor sich ging? War das auf Heathers Anrufsbeantworter ihre Stimme? Ja, sonst haben wir hier nichts, ne? Was? Ohne Batterie wird die Taschenlampe nicht funktionieren. Ach, das ist eine Taschenlampe, ich dachte, das ist eine Vase oder so. Guck mal hier. Ja, sonst haben wir nichts. Ich glaube, wir könnten eventuell mit der Schranktür. Nee? Okay. Achso, ja, das ist ja noch abgeschlossen. Wir müssen da mal hin. Die Tür sieht sehr stabil aus. Dem Anschein nach muss ich die Schalter A, B und C aktivieren, um sie zu öffnen. Hä? So weit war ich noch nicht. In dem Keller befindet sich noch Wasser, wo ich wahrscheinlich, ne? Hab ich es. Okay. Die Tür hat keinen Griff. Man könnte sie sicherlich mit Hilfe des kaputten Tastenfelds öffnen. Ich frage mich, ob man die Tür irgendwie von innen öffnen kann. Oh mein Gott. Anscheinend sind die Griffe zusammengebunden, aber wenn ich erstmal die Glühbirne eindrehe, kann ich es besser erkennen. Es ist so dunkel, ich kann nicht erkennen, was ich dran befinde. Okay. Glühbirne. Guck mal da, warte. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Sie besucht eine Verwandte hier. Sie ist bezaubernd. Mein Vater sagt, dass es eine Bestimmung ist, wenn man an diesem Ort die wahre Liebe findet. Ich frage mich, warum jeder immer eine übernatürliche Erklärung für die einfachsten Dinge braucht. Zumindest erleichtert es einem den Aufenthalt hier ein bisschen. Oh, warte mal ganz kurz. Okay, ba-ba-ba-ba-ba. Okay, gut. Eine Notiz von der Serie Mörder. Oh Gott. Ich war nicht vor allzu langer Zeit ein bisschen sehr krank. Eine Notiz von dem Serienmörder Jack Smith. Er hat vor 10 Jahren alle Leute hier umgebracht. Deswegen bin ich ein bisschen, ja, krank. Noch ein bisschen Überreste. Irgendwas sagt mir, dass diese Dinge nicht mit Ersatzteilen geliefert wurden. Ich muss die vielen Dioden finden. Ja, okay. Hier war eine Überflutung, bevor die Heilstelle verlassen wurde. Hier war wohl mal eine Passage. Ich musste erst das Wasser... Okay, oh. Oha. Etwas, um es aufzuschneiden. Okay. Ich muss erst Strom abstellen, ja. Thank you.
Was mache ich wo? Warte mal ganz kurz. Was kann hier, kann ich das? Hier? Scheint nicht so funktionieren. Oh mein Gott, ich bin so blöd, ne? Ich habe hier eine. Nichts passiert wahrscheinlich, weil ich die Uhr nicht. Okay. Ja, was sag mir. Noch eine. Oh Gott. Warte mal. Jawohl. Kann ich das mal hier sauber machen? Okay. Das kannst du nicht. Hä? Oh mein Gott, ich kann ja hier gießen. Die Rose muss sicherlich einen Zweck erfüllen, sonst hätte ich sie nicht zum Leben erwecken können. Sie wird sicherlich weiterhelfen. Ich muss sie bloß abschneiden. Okay. Oh, muss ich die Rose vielleicht hier so reinlegen? Sehr freundlich, danke. Diamantring. Aha. Okay. Aber was ist denn jetzt hier gewesen? Was soll ich denn hier noch machen können? Oder war was? Jemand steckt sich vielleicht was dahinter? Ja, aber was? Spindschloss. Kann ich mit dem Diamanten... Okay. Scheint nicht zu funktionieren, hä? Ist die Tür jetzt offen? Robert Jackson, kenne deinen Vorgesetzten. Robert Jackson, Jack Miller, Ethan Williams, Mason Brown, Christian Scott, Jack Smith, James Wilson, Robert Moore, Michael Davis, Thomas. Okay. Habe ich mir das aufgeschrieben? Ja. Versandumschlag. Hier ist ein B. Der Griff fehlt. Die Tür ist abgeschlossen. Aber mit einem scharfen Gegenstand kann ich sicherlich öffnen. Oh. Ah ja. Was ist das? Eine Batterie. War hier das? Was für ein Idiot ich doch war. Sie hat mir alles gezeigt. Sie ist nicht böse. Alle anderen hier sind böse. Sie hat mir gezeigt, was sie getan haben. Ihr Mann muss sie aufhalten. Es klingt vielleicht verrückt, aber alleine diese Tatsache, dass ich das Mädchen sehe, ist verrückt. Und ich sehe sie. Was ist hier passiert, dass der Mord an so vielen Menschen als eine gute Tat angesehen werden kann? Keine Ahnung. So. Fünf, zwei, vier, sechs. Das sind auch nur drei Zahlen. Ha. Ja.
Sekretärin. Sie war die Sekretärin des Managers der Aufnahmestation. Ja. Keine wichtige Persönlichkeit, aber immer anzutreffen. Ich kann mir. Ja, okay, haben wir schon vorgelesen, ne? Oh, die Puppe. Und er hat hier also Kinder eingesperrt. Eine grauenhafte Vorstellung. Ja. Was kann ich denn jetzt hier machen? Ah, ich habe hier. Glaube ich, aufgestoßen. Mein Vorgesetzter Christian hat meine Nachtschicht genehmigt. Ich freue mich schon darauf. Endlich bin ich ungestört und ich werde genug Geld verdienen, um Lisa öfter auszuführen. Der Name des Mädchens war Elizabeth, genau wie der Name meiner Mutter. Dies ist sicherlich nur ein Zufall. So, jetzt könnten wir wieder. Wir können hier immer noch was tun, ne? Nee. Spinnschloss. Versandumschlag. Keine Ahnung. Gucken uns hier aber erstmal die Taschenlampe. Ich brauche mehr als nur eine Batterie. Ja, okay. Okay. Ich muss die beiden Teile wahrscheinlich verbinden. Oh Gott, ich glaube, nee. Oh, verdammt. Warte mal, ich kann. Oh, das hat funktioniert. Aber ich glaube, das. Ich habe keine Taschenlampe. Ach, ich dachte, jetzt kommt ein Jumpscare. Okay, warte mal. Wo war das? Hier. Hier voran. Auch gut. Der Tresor lässt sich nur mit dem Fingerabdruck öffnen. Wie ich das wohl bewerkstelligen kann? Patientenakten sind. Sie sind sicherlich schon lange tot und somit haben sie auch keine Probleme mehr.
Das ist nicht so, ja, ist okay.